So Leute, willkommen zurück zu Golden Sun, die dunkle Dämmerung. Oh yeah, am letzten Part. Hier haben wir gesehen, wie Belinz untergeht und Eolio stürzt hier aufs Schiff, denn sein Vater scheint irgendwie leichte Probleme zu haben und wir helfen ihm natürlich. Also, dachte ich. Okay, tun wir. Jawoll! Gegen irgendwelche komischen, gruseligen, düster Larvarve. Ja. Die sehen nicht sonderlich nett aus. Okay, frostiger Biss. Und gefolgt von einem Lichtplasma. Die sollten wir trotzdem schnell besiegt haben. Denn das sind ganz normale Gegner. Stimmt, jetzt gar kein Lichtplasma. Da war ja was. Lichtplasma! Das hatte nur Chiara. In dieser Klasse. Zack, nochmal ein frostiger Biss reingeknüppelt. Und ich prophezeie, dass sie alle drei down sein werden, gleich nach Svetas Angriff. Yeah, sehr gut. Wow. Diese Erfahrungspunkte! Man levelt so schnell in dem Spiel hier. Vor allem ganz am Ende nochmal. Also da kommen Gegner, die bringen abartige Erfahrungspunkte. Sehr gut, das haben wir jetzt schnell erledigt. Hey, Eolio ist fort. Vater. Ich hätte nie damit gerechnet, dass mein alter Freund Brix auf diese Art enden würde. Ich bin entsetzt. Er wollte mit seinem Schiff hier anlegen, uns zu retten. Und nun das. Ich fühle mich schrecklich. Das ist wahrlich nicht die Art letzte Schlacht, die dem größten Piraten aller Zeiten gewünscht hätte. Was? Hätten wir nur nicht so lange warten lassen, wären wir doch noch früher her gewesen. Ich bin in dem Glauben aufgewachsen, dass Champas Piraten schlechte Menschen sind. Ich hätte nie gedacht, dass einmal der Tag kommen würde, an dem ein Pirat sein Leben gibt, um mich und meine Freunde zu retten. Das ist alles meine Schuld. Ich meine die Schuld meines Bruders. Wie viele Unschuldige müssen noch für seine Fehler büßen? Er lebt doch noch, tut doch was. Vater, bleib bei mir. Ich führte ein gutes Leben als freier Mann. Konnte tun und lassen, was ich wollte. Sei still, du darfst nicht aufgeben. Du bist stark, hörst du? Ein starker Pirat. Sag deiner Mutter, es tut mir leid, dass ich sie allein gelassen habe. Champa gehört nun dir, Junge. Du bist ein guter Pirat und wirst ein guter Anführer sein. Vater! Nein! Es wird immer kälter. Können wir nicht in die Kabine gehen? Gott, das hat mich damals so geschockt, Leute. Brix ist tot. Brix! Es ist generell jemand tot, mal. Das kommt nicht oft vor solchen Spielen, dass wirklich jemand stirbt. Also, wurde im letzten Part auch schon angemerkt. Das ist wirklich tot, tot. Also, ne? Nicht ohnmächtig oder sonst was, sondern wirklich tot halt. Ach, Mann. Ich habe Brix immer so gern gehabt. Wie respektlos kann man eigentlich sein? Hör auf, dich über das Wetter zu beschweren. Ich möchte nur andere Stimmung aufbringen. Reflekt mal locker. Selbst das Wetter hat sich gegen uns verschworen. Die Kälte hängt sicherlich auch mit dem Aufstieg des Turms zusammen. Wir sind nun soweit. Eolio, bist du sicher, dass du das willst? Vater hat sein ganzes Leben auf dem Meer verbracht. Er hätte sich bestimmt gewünscht, wie ein Seemann abzutreten. Ach, Vater. Hätte ich doch nur gewusst, dass du mich schon so früh verlassen würdest. Ich dachte, ich hätte noch Zeit. Ich schwöre, dass ich deinen Tod rächen werde. Ruhe in Frieden, Vater. Genau, nochmal Kanonenschüsse dazu. Du meinst es wirklich ernst mit deinem Schwur, nicht wahr, Eolio? Ich werde euch nicht mehr von der Seite weichen, bis ich meinen Vater gerecht habe. Abgesehen davon, irgendjemand muss ja dieses Schiff für euch steuern. Eolio hat hier eine Gruppe angeschlossen. Ja. Jedes Chaos birgt doch irgendwas Gutes, nicht wahr? Wir haben unseren zweiten Master-Adepten, Leute. Eolio ist im Team. Ich bereite alles für die Fahrt vor. Oh Mann. Ist jetzt auch hier? Ne, wir waren gerade nur Matthew. Hm. Alle haben gesagt, dass Briggs Schiff das reinste Wrack sein soll. Für mich sieht es ziemlich seetauglich aus. Wir haben gute Arbeit geleistet, die Leute da in Rago. Der Anführer der Piraten von Champa war ein hervorragender Segler. Sein Heldenmut, den er bei der Rettung seines Sohnes zeigte, blieb unvergessen. Bleibt unvergessen. Er starb an Bord seines geliebten Schiffs durch die Wunden, die ihm ein Monster der tiefen Finsternis zugefügt hatten. So talentiert sie auch sein mögen, ich glaube nicht, dass ein Schiffsbauer aus Rago alleine verantwortlich ist. Achso, gut. Alles klar, dann nicht.
So, nein, noch nicht. Noch nicht. Ich möchte erst mit den anderen reden. So. Wir tragen an diesem Unglück hier eine gewisse Mitschuld. Aber ich habe keine Ahnung, wie wir helfen könnten. Zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich total machtlos. Übrigens, Leute, nebenbei möchte ich mal anmerken, wir sind tatsächlich über den Punkt hinaus, wir können ab jetzt keine Djinns und Beschwörungen mehr verpassen. Gott sei Dank. Wie sind wir eigentlich immer noch auf den Beinen? Keiner von uns hat letzte Nacht ein Auge zugemacht. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich meine, für meinen Teil hau mich jetzt erstmal aufs Ohr. Mr. Crane wirkt irgendwie geistesabwesend. Etwas in dem Schiff scheint irgendwo zu faszinieren. Du hast Probleme, Reef. Immer auf Meister Crane achten, weil sie aber Tyrell dann dafür anmachen, Trottel. Sieht so aus, als ob ein Schneesturm bevorsteht. Wenn wir uns nicht beeilen, werden wir hier zu Eisblöcken gefrieren. Wo steckt Wolleczek? Er gehört zu den mächtigsten Kriegern in ganz Morgul. Er muss einfach überlebt haben. Sveta macht sich große Sorgen um ihren Bruder und will das Schiff nicht verlassen. Ich wünschte, ich könnte sie irgendwie trösten. Wir müssen wieder die Segel raffen, die Ruder schwingen. Nein, die sind wieder total überflüssig, oder? Ich verrate euch ein Geheimnis. Wir haben das Schiff überhaupt nicht repariert. Die Schäden waren viel zu groß, aber als wir kurz später ein Schiff erneut begutachteten, war es wie neu. Und dazu kommt noch, dass es nun ohne Wind und Ruder fährt. Ist das nicht total verrückt? Strange. Also wieder ein Psynergy-Schiff, ja? Wir sehen auch hier, wir haben wieder Flügel da dran. Jedenfalls an einer Seite. Oder sieht das gerade so aus? Egal. Okay, Leo, wir sind bereit. Wie weit sollen wir abbiegen? Jawohl. Ah, prima. Macht es euch bequem und werdet mir bloß nicht sehr krank. Gerade. What? Volle Check. Wo ist eigentlich Noel? Die Frage habe ich auch im letzten Part gestellt und ihr jetzt auch nochmal. Der Schrei kam aus der Nähe des Turms. Das war Volle Check, ich bin mir sicher. Da legen wir ab. Sveta. Volle Check. Mein Bruder. Bruder. Sveta, du kannst jetzt nichts für ihn tun. Komm rein, es ist kalt hier draußen. Sveta, liebste Schwester. Wolleczek! Vergib mir, dass ich solch ein Narr gewesen bin. Dieser Abschaum aus Tor Parang hat mich nur benutzt. Ich merk's aber früh. Oh, Wolleczek! Was tut er? Sveta und die Gruppe haben das Item Blaue Kugel erhalten. Wir können Kaiore kontrollieren! Proto-Kaiore, nimm diese Kugel. Ich habe sie Truku gestohlen. Sie muss von großem Wert für ihn gewesen sein. Ich bin sicher, dass sie euch auf irgendeine Art und Weise weiterhelfen wird. Was willst du nun tun? Du kannst nicht in Berlin bleiben. Ich kann Belinz nicht im Stich lassen. Im Stich lassen? Ich bin der König von Morgul. Ich kann noch nicht meine Heimat verlassen, nachdem ich sie und sie ins Unglück gestürzt habe. Dann bleibe ich bei dir. Nein, liebste Schwester. Ich bin der König und du bist die letzte Überlebende unserer Familie. Meine Aufgabe ist es, hier zu bleiben. Deine ist es, für uns weiterzuleben. Nein, da mache ich nicht mit. Lasst mich sofort von Bord gehen. Leb wohl, Sveta. Ich bete dafür, dass du ein langes und erfülltes Leben haben wirst. Oh je, Leute. Leb wohl, Bruderherz. Achso, das waren die Dinge an der Seite. So eine Art Segelersatz. Harry mal zuckt, wenn er schläft. Haben wir es geschafft? Außer er schläft nicht so ohnmächtig. Ich habe wirklich gedacht, dass uns die Monster des Sturms erledigen werden. Jedenfalls scheinen wir nun sicher zu sein. Eoleo zuckt auch, scheint so eine maßadepten Sache zu sein. Es war also doch kein Traum. Dabei hatte ich mir so sehr gewünscht, im Palast von Ayotai wieder aufzuwachen. Hey. Ich fühle dich, das war Realität. Endlich seid ihr wach! Und der Alu Craden, der ist unbesiegbar. Und die Mädels. Ich möchte mich nicht unbeliebt machen, aber wir sollten nicht länger rumtrödeln. Steht auf, nur Nacht schon. Oh mein, tut mir doch alles weh, Mann. Was ist denn das für ein Umgang? Ist ja gut, meine Güte. Guten Morgen, alle zusammen. Oh, hi, Sveta. Du siehst ausgeruht aus, Sveta.
In der Tat. Dass immer alle was sagen müssen, das ist... Dann mal raus mit der Sprache. Es gibt Neuigkeiten, richtig? Oder warum scheucht ihr uns auf? Was ist denn los? Ist das die Kugel, die König Wolleczek Twitter geworfen hat? Sie muss von großer Bedeutung sein. Also, was hast du mit der Kugel auf sich? Um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht sicher, welche Bedeutung sie von uns haben könnte. Moment mal! Ich dachte, du würdest das wissen, was hier vor dich geht, Crayden. Nicht damit ihr, Master Crayden? Oh. Du machst Witze, oder? Nun macht mal halblang, auch Crayden kann nicht alles wissen. Doch, er muss alles wissen. Du glaubst also auch, dass ein Gelehrter auf alles eine Antwort haben muss? Da bist du aber schief gewickelt. Die Juwel ist ziemlich alt und vermutlich wertvoll, genau wie ich. Oh, aber das hilft uns wohl auch nicht weiter. Naja, wir wissen nur, dass Wolleczek sein Leben riskiert hat, um uns zu verhindern, dass es in feindlichen Händen bleibt. Er sagte auch, dass es von großem Wert für Trokow gewesen sein muss. Ich frage mich, was Turparang damit vorhatte. Also, was machen wir nun? Was könntest du in der Zeit der Erfahrung bringen, in der du von mir getrennt gereist bist, Reef? Was hätte ich denn Erfahrung bringen sollen, Master Crayden? Kiara hat mir erzählt, dass ihr vor eurer Ankunft in Berlin viele andere Orte bereist habt. Ihr habt die Alchemiemaschine wieder in Betrieb genommen, ihr habt den Schroffgipfel gemeistert. Schroffgipfel, dieser Berg war einst die Heimat der Neox, einer hochentwickelten Zivilisation, die eine Vielzahl bemerkenswerter Artefakte geschaffen hat. Als die Alchemie versiegelt wurde, starben die Neox aus. Heute zeugen nur noch Ruinen von ihrer Existenz. Beides völlig ohne meine Hilfe! Das hätte ich dir gar nicht zugetraut, du kleiner Dummkopf. Eure Taten sprechen nicht nur für eure Entschlossenheit und euer Können, sondern auch für den Zusammenhalt als Gruppe. Danke, Meister. Das war kein Lob. Danke, Meister. Ach, Mann. Ich mag zwar über großes geschichtliches Wissen verfügen, doch nicht alle Fragen lassen sich mit diesem Wissen beantworten. Wie zum Beispiel, warum gehen meine Schuhe nie zu, wenn ich den anderen aufmache? Hä, verstehst du das? Ich auch nicht. Freie Fragen lassen sich nur durch Erfahrung beantworten. Erfahrungen, die wir von unseren Reisen ansammeln. Ihr wollt damit also sagen, dass wir losziehen und selbst herausfinden sollen, was wir nun tun können? Ich glaube, eine ganze Menge sogar. Groß und ganz, ja. Das heißt aber nicht, dass ich euch im Stich lassen werde. Natürlich werde ich euch dabei helfen. Und wieso stehen wir denn noch hier rum? Wozu lange quatschen, wenn wir die Sache längst anpacken könnten? Danke, Tyrell, genau. Gute Einstellung. Wow, echt? Ja. Ganz recht, manchmal ist nur ein beherztes Handeln ein Ziel. Jo. Wie ich sehe, stimmt mir Matthew zu. Geil! Sind wir also bereit zum Aufbruch? Eins noch, ich habe den Eindruck, dass die Aktivierung des Turms bereits Äonen im Voraus geplant wurde. Stimmt, der Wächter des Turms klang so, als habe er unsere Ankunft schon seit langer Zeit erwartet. Nicht nur er, auch ein AJ schien man unsere Ankunft aufgrund alter Legenden zu erwarten, wo auch immer wir hingingen. Sogar der maskierte Mann behauptet, dass dies der Anfang sei und dass wir bald wieder auf ihn treffen würden. Ja, er kam uns die ganze Zeit über so, als wisse er genau, was als nächstes mit uns geschehen würde. Doch bedenkt, das Brechen des Siegels war nur der Anfang. Ich freue mich auf unser nächstes Zusammentreffen. Lebt wohl. Ach stimmt, das hat Arcanus gesagt. Genau das hatte er gesagt. Ich hatte so etwas geahnt. Ich hatte ständig das Gefühl, dass die Turparan voraussehen konnten, wie wir uns verhalten würden. Sie haben die ganze Zeit über uns mitgespielt, aber bei meiner Ehre, sie werden denn meine Rache zu spüren bekommen. Nur keine Sorge, Eoleo. Ich bin mir sicher, dass sie uns früher über den Weg laufen würden, als uns lieb ist. Eoleo, dieser junge Pirat traf einst in die Fußstapfen seines Vaters. Trat einst in die Fußstapfen. Achso, ja, schon gut. Und macht nun jetzt hier sehr unsicher. Ich dachte, das wäre auch das Event von eben zugeschnitten, aber nein, das geht ja schon vorher. Er ist erfahrener und nutzt seine Fähigkeiten mit seiner Beutezügen gnadenlos aus. Wie einst sein Vater wird Eoleo von seiner Mannschaft respektiert. Matthew, du hast deine Gruppe bisher gut geführt. Ich denke, du sollst auch weiter der Anführer bleiben. Jawohl. Eoleo ist übrigens das älteste Mitglied in der Gruppe. Er ist nämlich 30. Wow. Oh ja, Matthew hat eine Sache bisher echt gut gemacht. Seine Sache. Ich werde dir auch weiterhin folgen. Auch ich vertraue weiter in deinem Urteil. Ich habe auch nichts einzuwenden. Wie die Mädels immer als Einzige nichts zu sagen. Nun, da wir alle in einer Meinung sind, lass uns endlich aufbrechen. Yeah, vertraue deinem Instinkt, Matthew. Folge ihm so, wie wir dir folgen. Jawohl.
Du solltest noch wissen, dass ich meinen Seelenblick in die Herzen der Menschen schauen kann, Matthew. Meine Begabung, wie sie blascht. Meine Begabung könnte dir irgendwann nützlich sein. Zögere also nicht, mich danach zu fragen. Ja. Nochmal ein netter kleiner Hinweis. Es ist in der Zeit, dass wir uns auf den Weg machen. Da du nun der neue Kapitän bist, muss ich dich kurz handhaben, des Schiffes unterweisen. Um das Schiff zu verlassen, steuere deinen Hafen oder einen Strand an und halte direkt darauf zu. Um an Bord zu gehen, laufe einfach zurück auf das Schiff, ganz egal, wo es derzeit vor Anker liegt. Es hat doch Flügel, habe ich doch richtig gesehen eben. Entdeckst du irgendwo einen Strand, klick an und schau dich dort ruhig um. Vielleicht lohnt es sich ja, da hast du das verstanden, es war nicht schwer zu verstehen. Jawohl! Wunderbar, ich erwarte deine Befehle, Captain. So, ihr seht schon hier. Böse Musik. Gute Musik. Böse. Gut. Tod, Leben, Tod, Leben, Tod, Leben, Tod, Leben. Okay, ja, hier ist quasi das Gebiet, welches von der dunklen Aura umgeben wird. Und ich möchte so schnell wie möglich eine ganz bestimmte Sache erledigen. Kann ich irgendwie schneller fahren? Nee, leider nicht. Ich weiß aber gerade nicht, wo ich dafür hin muss. Matthews Team wurde überrascht. Warum passiert das? Das ist doch nicht nett. Ich überrascht werde einfach. Ich überrascht werde. Achso, ich muss Eoleo noch in die Party tun. Merk's gerade. In die Party tun. Jau. Der Knüppel von Matthew. So eine merkwürdige Waffe, nicht wahr? Okay, Chiara. Danke für alles, aber... Hoppala. Es ist Zeit, wieder einen Master-Adept einzuholen. So, Eoleo hat einige Master-Gins dabei. Oh, und auch andere. Moment mal. Tyrell, du hast jetzt sowieso Pause. Also, beziehungsweise wahrscheinlich generell Auszeit. Das heißt also, wir geben mal hier die Master-Gins an Eoleo ab. Der vom Raufbau direkt zum Piratenkönig wird. Schön, der Brodelhieb. Thermik. Pluto, Lavadrache. Ja, schöne, schöne Synergie, der er auf jeden Fall mitzubringen hat. So, was kann ich noch machen? Zinn geht zurück an Matthew. Oder auch nicht. Warum nicht? Achso, Moment, ja, schon gut. Müssen wir tauschen. So, jetzt geht Cinnabar zurück zu Matthew. Genau, das wollte ich doch gesagt haben. Du kriegst ihn hier noch. Jo, und dann müssen jetzt wieder hier die ganzen Venus-Gins irgendwie dort verweilen. Zu schade aber auch. Na gut, wollen wir mal die Ordnung wiederherstellen. Übrigens fällt mir gerade so auf, so wie es ja eigentlich sortiert ist in den Klassikern. Damit Jan auch zufrieden ist. So, alles klärchen. Gut, ich werde sofort zu einem Ort schwimmen. Wie bereits gesagt, ich muss nur mal schauen, ich weiß gerade nicht sicher, welcher Ort das ist, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, es ist die kleine Insel da unten. Ihr seht, wir haben die ganze rechte See da jetzt, also dieses ganze Wassergebiet haben wir jetzt offen quasi. Aber es gibt eine Sache, die auf jeden Fall sehr wichtig ist, um sie zu erledigen. Bäm, voll reingehauen hier. Das tat sich ja weh und Eoleo ist natürlich langsam wie sonst was, aber das ist ja nichts Neues an dieser Stelle für die Mars-Adepten. In diesem Spiel jedenfalls. Jenna war jetzt nicht so langsam. Aber Garrett war sehr langsam. Eine Höhle, die man springt. So, war das... Ah, no, ein Flatterdingens, irgendwas. Hoppala. Genau, wir können ja mal gucken, was ist das? Der Brodelhieb, das klingt heftig. Klingt sehr heftig und deswegen kümmert er sich mal um den. Bäm. Okay, er kümmert sich um den, weil wahrscheinlich jetzt schon... Ne, doch, er kümmert sich um den. Brodelhieb, sehr effektiv. Boom. Sah gar nicht mal so episch aus, aber hat ihn nicht mal gekillt. Ich bin zutiefst enttäuscht. Was hat denn das? Naja, egal. So, jetzt aber weg mit einem einfachen Pfeil. Erlegt den Echsenritter. La da da dam, da 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 dam. Das ist, glaube ich, der Ort. Fragezeichen. Da wachsen wir erstmal. Sehr schön. Pesthauch! Wie kannst du es eigentlich wagen, mich anzugreifen? Wir sind im Spiel übrigens schon extrem weit fortgeschritten. Das ist eine Sache, die mir so nie gefallen hat im dritten Teil, dass man die anderen Partymitglieder erst extrem spät bekommt, wenn das Spiel schon fast vorbei ist. Also fast vorbei ist übertrieben, also 20 Parts werden es bestimmt noch, denke ich mal. Aber so viel mehr nicht. Yamata, ja, genau hier wollte ich hin. Genau hier wollte ich hin, Leute. Aber hier gucken wir uns erst beim nächsten Mal um. Das war erstmal Golden Sun, die dunkle Dämmerung für heute. Tja, die dunkle Dämmerung. Jetzt ist sie wirklich eingetroffen. Nach 55, na gut, schon ein bisschen, ein paar war es vorher schon, aber jetzt wollte ich nochmal ansprechen. Eoleo ist in der Party, es fehlt noch ein Adept. Und dann ist unsere Gruppe vollständig. Nice one! Also Leute, das war es erstmal für heute. Bis dahin. Ciao.